Hallo zusammen, Rolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zur heutigen Partie. Hier steht jetzt das spanische Hauptstadtderby an, Real Madrid gegen Atletico Madrid. Die Rivalität zwischen beiden Mannschaften ist natürlich gewaltig, auch wenn sportlich lange Zeit Welten zwischen beiden gibt. Richtig, Wolf, aber genau das scheint sich in den letzten Jahren doch geändert zu haben. Atletico hat einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Kein Wunder, dass sie mittlerweile Jahr um Jahr als Titelkandidat gehandelt werden. Luka Modric jetzt. Modric. Nun Thiago. Souverän, er hat den Ball. Benzema! Sehr gut gemacht vom Torhüter. Toni Kroos bringt gleich den Eckstoß rein. Nun Philippe Luis. Er ist Griezmann. Luis jetzt am Ball. Juan Fran. Da nimmt er ihn den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Der Ecke. Er schraubt sich hoch und der Schuss geht genau auf den Torwart. Griezmann. Das könnte die Chance werden. Er schießt. Das macht er gut. Den Ball hält er fest. Jetzt Gavi. Toni Kroos, Rodriguez, Bale, Carvajal jetzt, Sergio Ramos am Ball. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Nun Thiago und Griezmann. Nur Marcelo. Einwurf für Real Madrid. Jetzt Cristiano Ronaldo. Nun James Rodriguez. Ronaldo am Ball. Und jetzt Toni Kroos. Cristiano Ronaldo. Benzema. Super abgewehrt, aber war auch letztlich kein Problem. Sieht gut aus, der Pass kommt. Karim Benzema und das Tor. Schauen wir dieses kuriose Tor nochmal an, auch wenn es weh tut. Ja, da sieht er ganz schlecht aus, der Torhüter. Spielt den Ball dem Gegner genau in den Fuß. Was für ein Bock. Wichtig für Real. Damit liegen sie jetzt vorne. Sie versuchen, das Spiel jetzt breit zu machen. Modric. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Da geht er weit am Tor vorbei. Jimenez. Thiago jetzt. Nun Carvajal am Ball. Jetzt Ronaldo am Ball. Groß. Marcelo jetzt am Ball. Jetzt Ronaldo am Ball. Jetzt Torres. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Nun Torres. Macht er ihn!
Das war gut gemacht, der wäre fast drin gewesen. Zur Pause steht es 1:0, ein knapper. Der Anstoß ist erfolgt, die zweite Hälfte läuft. Da wird er unter Druck gesetzt. Koke am Ball. Tolle Flanke. Das Tor und jetzt ist das Spiel wieder offen. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Kompromisslos vorgetragen, alles in allem. Hier nochmal schön in der Wiederholung zu sehen. Ja, schön durchgesetzt, kaum eine Chance, den noch abzuwehren. Carvajal jetzt. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Felipe Luis. Und Torres. Real jetzt am Ball, es gibt Einwurf. Nun Pepe am Ball. Jimenez. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Benzema. Den muss er jetzt machen. Gut mitgespielt vom Torhüter, er fängt den Ball ab. Jetzt Bale. Jetzt könnte es gefährlich werden. Modric. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Und Koke. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Das wird gefährlich. Antoine Griezmann. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Der kommt gut. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Und wieder ist er auf dem Posten. Er ist wirklich schier und er schießt an die Latte. Und jetzt Griezmann. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Gabi! Da passt der klasse auf. Und wieder hält er mit dieser Aktion das Unentschieden in den Händen. Jetzt Pepe. Modric. Modric. Eine Gelegenheit werden. Das wird nicht gefährlich. Die Flanke war einfach nicht gut genug. Gut von Godin. Ball geklärt. Sergio Ramos. Ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Tut sich hier noch was. Und James. Da geht die Fahne hoch, also ach, das würde ich mir gerne eine Wiederholung noch mal anschauen. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Und gucke. Schöne Flanke. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Jetzt ist noch mal Konzentration gefragt in der Defensive. Es gibt Eckstoß. Real Madrid wechselt jetzt aus. Der Ball geht knapp daneben und das könnte sich noch rächen. Ja, mit dem Treffer hätten sie ihre Lage schlagartig verbessern können. Da ist er drin und das war er, der Lucky Punch.
Treffer, vielleicht der entscheidende. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es, es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Ja, sie wollen offensiv ein bisschen mehr Druck erzeugen, wenn ich das richtig sehe. Und sie versuchen es mit langen Bällen jetzt. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Der Sieg heute wird sie doppelt freuen, denn das war ja auch ein Duell von... Souverän.